dass die Zahlen über das Maß hinaussteigen, womit wir uns in Zukunft wohl abfinden müssen, dass es immer ein Auf und Nieder bei den Infektionszahlen gibt, sich natürlich auch intensiv damit auseinandersetzt, wie in Spanien darauf zu reagieren ist. Darin habe ich volles Vertrauen und deshalb hoffe ich natürlich, dass die Zahlen und die Entwicklung der Zahlen so bleibt, dass die vielen, vielen tausend Deutschen, die ja schon auf dem Weg nach Spanien sind, teilweise schon hier sind und in den nächsten Wochen auch noch kommen, einen sorgenfreien Urlaub hier verbringen können. Und wir werden in Deutschland alles tun, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, um dazu auch beizutragen.